Ich bin Hauptkommissar Karl Held vom OK, Abteilung verdeckter Ermittlung. Mein Chauffeur und Bodyguard King. Im wirklichen Leben Erich Grobecker, ein frühpensionierter Polizist. In der Rolle eines ehemaligen Stasi-Offiziers war es mir gelungen, an den Mann heranzukommen, von dem die Polizei vermutete, dass er der Drahtzieher des organisierten Verbrechens in Frankfurt war. Jan Herzog. Früher mal Rauschmeißer, Türsteher im Rotlichtmilieu. Heute einer der reichsten Männer der Stadt. Einen extra Beifall für Michael Berger. Seine legale Fassade. Herzog Investments. Immobilien, Fabriken, Baufirmen. Aber mit einem Bein, so vermuteten wir, stand er noch immer im kriminellen Milieu. Du hast nie was vor, wie? Meine Polizeikollegen Jürgen Drögel und Renate Sames waren während unseres Einsatzes die einzige Verbindung zum Präsidium. Das muss ich mir schon von meiner Mutter anhören. Meine Frau wusste nicht, dass ich als verdeckter Ermittler arbeitete. Sie hatte natürlich auch keine Ahnung davon, dass ich in meinem zweiten Leben mit Barbara zusammenlebte. Früher die Freundin von Gehlen, Herzogs rechter Hand, Manager von Herzog Investments. Als ich Herzog bei einem Attentat das Leben rettete, hey, runter! Fing er an, mir zu vertrauen. Wollen Sie für mich arbeiten? Er übertrug mir die Leitung einer seiner Strohfirmen, die die Mehrheit am Alten Markt in Frankfurt erworben hatte. Niemand wird seine Wohnung verlieren. Oder seinen Laden. Soll denn dieser Spekulant immer mehr von unserer Stadt einsacken? Hören Sie doch mal zu! Den Deal eingefädelt hatte Hans Möllbach, einflussreicher Landespolitiker. Wir planen eine Bürgerinitiative, Hans, meine Freunde und ich, für ein lebenswertes Hessen. Herzog machte Möllbach mit seiner Freundin, der Schlagersängerin Michelle Berger, bekannt, um falls nötig Druck ausüben zu können auf den Politiker. Das Attentat auf dich, Goldstein steckt dahinter. Herzog wollte meiner Meinung nach den Frieden retten. Er reiste nach Florenz und bat Leo Vincente um Vermittlung, einen mächtigen Mafia-Boss. Der Bruder besaß mehrere Lokale in Frankfurt. Wir gehen noch einen trinken. Der Typ, der den Kollegen von mir umgebracht hat. Ich weiß jetzt, wer sein Komplize war. Ronny. Durch eine Telefonabhöraktion hatten wir herausgefunden, dass einer meiner Kollegen, Rüdiger, für die andere Seite arbeitete. Aber zunächst gab es keine rechtliche Handhabe, gegen ihn vorzugehen. Er wurde sogar befördert. 12 Personen doch billiger gewesen. Ein Bus! Wir wohnen in Schumann. Herzog vertraute mir weiter. Vorsicht, Doktor! Hat mich ein Vermögen gekostet. Mit der Lupe gemalt. Kannst du das bei meiner Bank in Zürich einzahlen? Er ließ mich Schwarzgelder in die Schweiz bringen. Alles lief bestens. Aber dann... Hallo. Na sowas, was machst du denn hier? Heute war keine Schule, da bin ich mit einem Kollegen hierher zum Einkaufen. Jetzt wollten wir noch ins Kino. Bienchen ist bei Kieslings nebenan. Das darf ich mal vorstellen. Frau Sattler, meine... Ich bin eine alte Freundin von Herrn Held. Ach ja? Na, wollen wir nicht nach dem Kino noch was zusammen trinken? Herrn Held? Dann muss ich gleich nach Hause, tut mir leid. War nett, Sie kennenzulernen. Schönen Abend noch. Sag mal, Balkon bitte. Danke. Wieso Held? Was? Ja, wieso sagt sie, sie ist eine alte Freundin von Herrn Held? Wieso nennt sie dich Held? Weil ich so heiße. Sie ist meine Frau. Anneliese. Anneliese. Polizei? Vom ersten Tag an hast du mich belogen. Du hast mich benutzt. Jedes Wort, jede Berührung, das war alles nur Lüge. Fass mich nicht an. Wag es nicht, mich anzufassen. Aber du hast mir immer was vorgemacht. Immer. Auch wenn wir uns geliebt haben. Nein, das stimmt nicht. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich könnte dich umbringen. Tu's. Doch kein Problem für dich. Du brauchst bloß Jan Herzog zu informieren.
Oder deinen speziellen Freund Gail. Dann bin ich morgen tot. So, die Tür aufmachen. Mach die Tür auf. Soll ich sie aufbrechen? Anneliese. Bestimmt besser für uns alle, wenn wir mal eine Weile getrennt sind. Warum sagst du das? Soll ich lieber sagen, es macht mir nichts aus, wenn du mit diesem Mädchen herumziehst? Es macht mir etwas aus, Charlie. Es macht mir etwas aus. Aber... mit wem warst du denn gestern im Kino? Jetzt komm ich nicht mit so einer Scheiße. Red doch nicht so einen Scheiß! Du hast dich verliebt. Du lebst mit diesem Mädchen zusammen. Ihr seid zusammengezogen, nicht wahr? Ich habe mich von ihr getrennt. Lüg mich nicht an. Du lebst mit diesem Mädchen zusammen. Ich weiß es. Ich habe es euch angesehen. Du lügst so viel, du weißt schon nicht mehr, wann du die Wahrheit sagst und wann nicht. Ich habe nicht gewollt, dass sowas passiert. Glaub mir, es ist einfach passiert. Willst du dieses Mädchen heiraten? Willst du Kinder mit ihr? Herrgott! Du bedeutest mir mehr als jeder andere Mensch auf der Welt. Scheiße! Bist du bereit, auf dieses Mädchen zu verzichten? Sie nie mehr wiederzusehen? Gib mir Zeit zum Nachdenken. Das Einzige, was ich dir noch anbieten kann, ist, dich freizugeben. Ich habe alles getan, um dich zu halten, aber jetzt kann ich nicht mehr. Hast du gehört? Ich kann nicht mehr. Ich pack meine Sachen und verzieh mich. Schon Spesen gekriegt. Barbara, ich weiß, dass du da bist. Mach auf! Thank you.
Treppe runter und rechts. Ah, Herr Oberle. Schön, dass wir mal allein. Bierchen? Oh ja, gern. Mit viel Schaum? Oh ja, bitte. Anstrengende Zeit für Sie jetzt, nicht? Tja, Endspurt. Keine Minute zu verschnaufen. Darum gleich mit Mang. Operation Bernstein hat mal immer mehr Bauchschmerzen. Wie ich erfahren habe, ist die Quelle sehr ergiebig. Aber die Kosten? Die Kosten, wenn die Opposition davon Wind bekommt. Du lieber Gott, die macht einen Riesenfass auf. Es gibt keine Gratisgeschenke. Offenbar haben wir es hier mit einem finanzstarken und exzellent organisierten Verbrechersyndikat zu tun. Jetzt sollte sie schon wie ihr der Leiter OK. Dr. Kilian. Ja, Kilian. Richtig. Noch ist Frankfurt nicht Chicago, gell? Ja. Also, ehrlich gesagt, haben alle die allerschwersten Zweifel am Wert der Informationen, die ihr Bernstein-Agent da liefert. Grundstücksschieberei, Geldwäsche, krumme Geschäfte mit Giftmüll, ja, Treuhand, also ich muss schon sagen, gell? Angeblich arbeitet unser Agent mit der Zielperson eng zusammen. Er kennt sogar die internen Geschäftsberichte, den Weg des Geldes, Schweizer Kontonummern. Niemals über die Theorie nachgedacht, dass dieser Schnüffler da sich was zusammenfabuliert, um sich wichtig zu machen, um weiter sein schönes Leben auf Kosten der Steuerzahler führen zu können? Ist das nur Hypothese, oder? Also, wenn es stimmt, was ich hier noch höre, dann ist es demnächst absolut und endgültig vorbei mit diesem Wunderknaben. Aber dann muss ein Schuldiger her. Dann will die Öffentlichkeit Köpfe rollen sehen. Schließlich sind ja eine Menge Steuergelder verschleudert worden, nicht wahr? Also, Sie meinen, dass... Kilian rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen. Vorwand wird sich finden lassen. Fort mit Ihnen als Samthandschuhe. Operation Bernstein beerdigen. Bloß nicht erst unter dem Druck der Ereignisse handeln. Das Ganze ist also nie passiert? Ihre Entscheidung, gell? Ich will mich da nicht einmischen. Aber stürzt doch alles vor Vermutungen. Zu viel Nebel. Vater Morgana. Da ist was dran. Für uns ist Wahrheit nun mal das, womit man bei Gericht durchkommt. Eben. Ja, ja, ich komme schon. Und Einsatz für ein lebenswertes... Übrigens, nächste Woche Besuch vom Bundespräsidenten. Brandsch am Vormittag. Einladung geht Ihnen noch zu. Mit Gatti natürlich. Unbedingt. Ja. Hörst du mich überhaupt? Charlie! Hier habe ich Sie zum ersten Mal getroffen. Na komm, komm nach Hause. Du bist ja völlig durchgeweicht. Stehst dir einfach im Regen rum.
Schau dir meine neuen Schuhe an. Die teuren Schuhe. Was machst du hier? Ich habe ihr alles erzählt. Wie? Die weiß über uns Bescheid? Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Sie verrät uns nicht. Bist du dir da sicher? Mensch, Charlie. Wir haben die Mutter wie die Weltmeister belogen. Sie wird uns nicht verraten. Wenn deine Barbara doch auspackt, dann ist das für uns heute der letzte Abend. Das ist dir doch wohl klar. Die machen uns alle. Sie packt nicht aus. Die Luft ist so anriechend, gell? Leider haben wir die Menge das ganze Blut weggesaugt. Den Tunnel nicht mimen. Solange noch unsere Pfeife tanzt? Du bist unglaublich, Jan. Alles, woran dein Herz hängt, ist eine Schwäche. Sollte man nie allzu lange alleine lassen. Ärger mit deiner Kleinen? Nichts von Bedeutung, Jan. Halte den Kopf frei, Charlie. Ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Das Gespür für das Geschäft. Den richtigen Riecher. Durchaus möglich, dass du eines Tages unser Unternehmen leitest. Mein Sohn ist ein Künstler. Er wird einen starken Freund neben sich brauchen. Komm, setz dich her. Such dir ein anständiges Mädchen, Charlie. Es ist gar nicht so wichtig, wie gut eine Ehefrau im Bett ist. Das kannst du kaufen. Du brauchst eine Frau, die weiß, wie man sich benimmt, die dich nicht blamiert, die passabel aussieht. Und wenn sie nicht so doll aussieht, na was? Dann staffierst du sie mit einem Nerz und ein paar Brillanten aus. Auf die Weise gibst du ihr Klasse. Bumsen ist was ganz anderes. Eine Frau, die gerne bumst, macht dir als Ehefrau nur Probleme. Nimm sie zu Geliebten, aber heirate sie nicht. In unserer Position hat man schon genug Probleme. Man braucht keine zusätzlichen.
Ich rede schon so wie die Typen beim Wort zum Sonntag. Ein Grund mehr ist zu sagen. Es ist einfach so, dass ich auch Kinder haben will. Ich will wirklich welche. Alles ist mir scheißegal, wie schlecht die Welt ist und wie beschissen, voll und überbevölkert. Ich will trotzdem welche. Du bist ja keine. Wir werden ja nicht mal heiraten. Also was verschwende ich überhaupt einen Gedanken darauf? Du musst dir einen anderen suchen. Oh, ich liebe dich! Mein Gott, dich liebe ich, du Idiot! Entschuldigung. Ist dir nicht gut? Als hätte ich keinen Kreislauf. Gar nichts. Ich glaube, ich muss kotzen. Vielleicht kann ich auch gar keine Kinder mehr kriegen. Ich überlege, was ich alles schon mit mir angestellt habe, was ich alles schon mit mir gemacht habe. Wer sagt denn, dass du niemals Kinder haben wirst? Geh weg, lass mich hier irgendwo liegen. Das Kreisen von meinen Augen ist alles so verzerrt. Was ziehst du auch das Koks zentimeterweise rein und trinkst dann noch Alkohol? Nicht so laut, geht doch nicht so laut. Das dröhnt in meinen Ohren. Mir fliegt die Schädeldecke weg. Soll ich dir was bringen? Eine Waffe. Er schießt mich. Ein alter Elefant spürt, wann er sterben muss. Alter, ich bin gleich wieder fit, Schatz. Sie war Kellnerin. Stell dir vor, hätte sie an diesem Abend nicht Dienst gehabt, wären wir uns nie begegnet. Als dann die Kinder kamen, hat sie aufgehört zu arbeiten, um ganz für die Familie da zu sein. Gesundheit. Der Heugeruch. Gegen Heu bin ich allergisch. Ich denke, gegen Orangen und Käse. Gegen Orangen und Käse bin ich auch allergisch. Früher hatte ich endlos Zeit. Einen ganzen Sack voll Zeit. Und heute? Die Zeit wird immer knapper. Diese Höllenmaschine tickt und tickt. Du kannst vielleicht eine Armee aufhalten oder eine Lawine oder einen Bergrutsch. Bloß nicht die Zeit. Manchmal denke ich, wie viele Sommer noch? Vielleicht 25, vielleicht schon weniger. Ich habe jemanden kennengelernt. Ach ja. Sie ist Doktor. Oh. Doktor für was? Keine Ahnung. Vielleicht ist Ihr Vorname Doktor. Hm.
Und so. Ich drück den Stein in meinem Schuh. To the airport. Of course. Thank you. Thank you very much. Bye. Thanks a lot. The impression we have of Mr. Herzog is getting old, and he's losing control. If that's what you're saying, sure, I tell my brother. Hey, why don't you put on the brakes? Ist kaltblütiger Mord. Willst du klüger sein als alle Gutachter? Die sagen, es war ein Unfall. Sogar die amerikanischen Spezialisten, die extra angereist sind, sagen das. Na, da hörst du's. Ich habe gesehen, wie Herzog geguckt hat, als sie losgefahren sind. Ich habe sein Gesicht gesehen. Er hat sein Gesicht gesehen und da war ihm alles klar. Erzähl es mal vor Gericht. Da gilt nur, was beweisbar ist.
Sie sind Polizisten. Können uns nicht den Luxus leisten, irgendwelche Vermutungen anzustellen. Polizisten müssen sich mit dem Beweisbaren zufrieden geben. Entspann dich, Charlie. Nur kein Stress. Barmherziger Gott, der das Leben aller Menschen will, nehme dich auf in seine Gemeinschaft, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Für eine Melodie du spielst. Irgendwann landest du hier. Eigentlich ein Witz, findet ihr nicht? Und am Ende ist alles scheißegal. Glaubst du an Gott, Charlie? Ja. An einen gerechten, allwissenden Gott? Scheint mir für vieles die einzig vernünftige Erklärung. Ja. Die einzig vernünftige Erklärung für vieles ist, dass es ihn nicht gibt. Lass dir nicht mit Ammenmärchen das Hirn verkleben, Charlie. Da über uns ist nur Leere und eises Kälte. Und nachher? Guck in die Augen eines Toten. Da ist nichts. Alles, was du siehst, ist nur schwarze Leere. Und darum ist es auch so wichtig, das Beste aus seinem Leben zu machen. Doch der Sinn der ganzen Übung. Was, Louis? Gut leben, nur darauf kommt's an. Das kann dir nachher keiner nehmen. Auch Kaffee? Nee, da drüben. Auch einen Kaffee? Oder Tee? Nein, nichts. Bist du sicher? Absolut, ja. Was soll ich nur mit dir anstellen? Robert hat mir gerade mitgeteilt, dass meine Kompetenzen weiter beschnitten werden. Inwiefern? Ich darf nicht mal mehr entscheiden, wer wann wo wie eingesetzt wird. Angeblich alles auf Anordnung des Ministeriums. Dann pfeif doch drauf. Mach Dienst nach Vorschrift und genieß dein Leben. Das kann ich nicht. Ich weiß. Ich weiß. Dann sprich doch mal ganz offen mit dem Staatssekretär. Möllbach, am Ende würde ich ihn nur beleidigen. Kämpf nicht gegen Windmühlen. Du hast auch deiner Familie gegenüber eine Verantwortung. Für ein lebenswertes Hessen. Ihre Stimme für Hans Möllbach. Für ein lebenswertes Hessen. Ihre Stimme für Hans Möllbach. Thank you.
Also ein Zufall. Was willst du? Ich bin zufällig hier spazieren gegangen. Was soll das? Spionierst du jetzt schon hinter mir her? Ist ja nicht zu glauben. Ich habe nicht spioniert. Nein? Wie nennst du das sonst? Aber nun hör doch mal. Ich will nicht mit dir reden, klar? Ich habe in meinem Leben schon eine Menge Blödsinn gemacht. Aber das hier, das wird sich bestimmt nicht in diese Richtung entwickeln. Nein! Ich habe die Nase voll von aufregenden Affären. Ich will einen Fadenmann, auf den ich mich verlassen kann. Einen richtigen Langweiler, Hauptsache reich. Einen, der mir ein angesehenes, sicheres Leben bietet. Er braucht nicht mal gut auszusehen. Barbara, es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Ich werde das nie wieder tun. Ja, schön, dann bist du ehrlich. Und du bist arm. Wenn man glücklich ist, spielt das keine Rolle. Oh Gott, auf den Spruch bist du reingefallen? Lass die Typen mit der Zwangsjacke kommen. Ich war Fanat in dich, na schön. Eine Weile dachte ich, ich hätte den richtigen gefunden. Du warst reich. Und du warst wirklich liebenswert. Aber du bist verheiratet, du wirst nie von deiner Frau loskommen. Ich kann mich scheiden lassen. Nein, tu das nicht. Ich will nicht, dass du das tust. Ich bin schon von zu Hause ausgezogen. Nein! Ich will nicht die Frau von einem Polizisten sein. Ich will nicht mit einem Baby in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung hocken und vielleicht einmal im Jahr zum Urlaub an die Ostsee. Ich will nicht mein Leben mit Windelwaschen und Geschirrspülen und Staubwischen verbringen. Du bist ein netter Kerl. Und ich mag dich. Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Ich suche etwas anderes. Es ist vorbei. Mit uns beiden, das hat keine Zukunft. Barbara! Ich habe jetzt meine Chance, ich weiß das. Ich weiß, dass mir Herzog eine echte Chance bietet. Du bist ein Bulle. Nein. Vergiss es. Bin ich. Hör auf, Charlie. Du hättest hier nicht herkommen dürfen. Oh, nicht, die gucken schon alle. Mutter wartet bestimmt noch. Sie schläft nie ein, bis ich da bin. Die kontrolliert dich? Ach was. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ob ich mit einem Kerl nach Hause komme, oder einer Frau oder einem Schäferhund, das ist meine Sache. Sie will bloß wissen, dass ich da bin. Ciao. Ciao. Verschwinde! Oh, du hast voll einen Puff. Auch nix. Jürgen! Jürgen! Nein! Jürgen! Danke. Hier. Bitte quittieren. Muss ja alles seine Ordnung haben. Klar. Schöne Grüße an Jan. Herr Freiberg? Ja? Haben Sie mal mit Zeit? Nur ein kleiner Umweg für Sie. So, als würden die sie verfolgen. Mich? Die kenne ich nicht. Nie gesehen. Ach nee. Doch. Doch. Die Leute von der Tankstelle gegenüber? Der Typ war diese Woche zweimal im Polizeipräsidium. Gesagt, warum? Angeblich, um einen Einbruch in die Tankstelle anzuzeigen.
einfach noch sein? Danke, Herr von Helwig. Das war's schon. Und entschuldigen Sie bitte die Belästigung. Aber was? Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Was geschieht mit den beiden? Noch nichts? Wollte ich lieber die Polizei verständigen? Auf keinen Fall. Kriminalrat Jürgen Drögel, das ist Hauptkommissarin Renate Sames. Bitte verhalten Sie sich so, als würden wir hier ganz normal einen Überfall melden. Haben Sie Ihre Dienstmarke dabei? Natürlich nicht. Blinder Alarm. Hier war niemand. Ich sag's Ihnen doch den ganzen Abend nicht. Keine Menschenseele. Ein böses Fäulchen. Tut's weh? Ich darf nur nicht lachen. Ich denke, du stehst nur auf Frauen. Stimmt. Aber manchmal habe ich nichts gegen Männer. Möchtest du von mir bekehrt werden? Naja. Ehrlich gesagt, die Chance ist nicht sehr groß. Dann bringe ich dich lieber nach Hause, was? Vielleicht besser. Taxi. Macht ihr Diät? Probier's nochmal. Hm.
BP-Tankstelle Darmstädter Landstraße. Hallo? Wer ist denn da? Soll ich nachher mal einen neuen Witz erzählen? Nein. Bienchen. Schau mal, wer da kommt. Happy Birthday, liebe Bienchen. Hallo, mein Schatz. Alles Liebe zum Geburtstag. Danke. Danke, Papa. Guck. Danke. Torpedo, Dreigangnabe. Probier's mal aus, Liz, komm. So ein tolles Fahrrad. Schön, euch zu sehen. Hallo, King. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Alles bestens. Hier. Danke. Mmh, sieht das lecker aus. Mal probieren, King? Ach ja. Und hier kommen sämtliche Freundinnen von Bienchen. Und abends hat uns ein Kollege ins Kino eingeladen. Kenn ich ihn. Er unterrichtet Mathematik und Biologie. Eine kleine Dicke? Nein. Kann ich euch was anbieten? Wollt ihr was trinken? Kaffee, einen Schluck Wein, Bier? Wir müssen gleich wieder los. Tut mir leid. Ich habe eine Million Termine. Danke. Ist er immer noch mit dieser Barbara zusammen? Ja. Sie ist ein bisschen ordinär, hm? Ich habe sie nur einmal gesehen. Genau das, was Männer mögen. Ja. Männer. Tschüss. Warum können wir nicht noch ein bisschen bleiben? Wenigstens auf ein paar Bierchen. Charlie, sie würde sich doch so freuen. Du lässt nie locker, was? Kümmerst dich um alles. Ja, kann man sich zu viel kümmern? Anneliese ist das Beste, was du jemals im Leben hattest. Ich höre mir diesen verschissenen Mist einfach nicht länger an. Was findest du bloß an dieser hüftwackelnden Blottenschlampe? Jetzt reicht's, ja? Es reicht. Ist der Ding da unten was Besonderes? Alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Guten Tag. Entschuldigung. Das ist eine Sache zwischen zwei Freunden. Ja. Hör mal, ich weiß jetzt wirklich nicht, warum wir uns geschlagen haben. Ich bin dein Freund, das weißt du. Der beste Kumpel, den man sich denken kann. Natürlich kannst du machen, was du willst. Du bist der Chef. Okay. Aber eins lass dir gesagt sein. Keiner wird es kratzen, wenn es dich einmal erwischt. Deine Vorgesetzten wollen erfeuert, die wollen ihre Beförderung. Du kriegst vielleicht ein Staatsbegräbnis. Aber niemand kratzt es wirklich, wenn du einen Löffel angibst. Keinen. Bloß Anneliese und der Kleinen wird es nicht egal sein. Und mir auch nicht, klar? Vergiss das nie, du Saubeutel. Also, Geburtstag? Es geht los. Ich rufe zurück.
sind sie? Wo soll ich mal machen? Fahren vermutlich mit Leichtstraße. Dranbleiben. Bleib dran! Wir sind dran. Haben Sie nicht noch vor kurzem geäußert, Herr Dr. Möllbach, Sie wüssten gar nicht, was gegen Geldwäsche einzuwenden sei? Wenn das Geld in den realen Wirtschaftskreislauf reinvestiert würde, käme es am Ende doch der Allgemeinheit zugute. Also, wenn Sie jede meiner Bemerkungen aus dem Zusammenhang reißen. Halt davon. Scheiße, Einbahnstraße. Fahren die Parallelstraße. Geht nicht, das ist auch eine Einbahnstraße. Dann fahr um den Block rum. Mensch, mach hin. Scheiße. Wir verlieren ihn. Das ist ein Stückament. Ja, der Rest ist Fußgängerzone. Also wer? Ich habe Ihnen doch gesagt, der Name von dem verdeckten Ermittler, der gegen Herzog im Einsatz ist, wurde nie im Amt genannt. Nie was von gehört. Wirklich. Wir haben ihn verloren. Kennen Sie den? Gesehen. Wer ist das? Wir haben ihn. Deinen Rücken auf. Ja. Ja, ja. Wiedersehen, Dr. Möllbach. Herr Gehlen, Telefon, der Herr Möllbach. Stellen Sie es durch. Ich verbinde Sie jetzt. Gehlen. Operation Bernstein. Der Spitzel. In unmittelbarer Nähe unseres Freundes. Ich habe hier seine Hand.
Seit wann arbeiten Sie für diese Detektei von Gehlen? Seit 2 Jahren. Ohne offizielle Genehmigung. Die meisten Kollegen machen doch was nebenher, weil das Geld sonst einfach nicht ausreicht. Vorher habe ich nach Feierabend am Großmarkt gejobbt, dann in einer Kneipe Bier gezapft. Aber irgendwann hast du angefangen, Dienstgeheimnisse auszuplaudern. Du hast dich denen ausgeliefert. Warum? Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Anfangs war es mir nicht mal bewusst. Man tut jemand einen Gefallen. Die Geschenke zum Geburtstag und zu Weihnachten werden größer und plötzlich kommen die Forderungen. Nichts Weltbewegendes. Ein Spielclub soll nicht mehr so genau bewacht werden, sowas in der Art. Sagt Karin nichts. Bitte. Ich will es meiner Frau selbst erklären. Wir haben gebaut. Wir sind vorn und hinten nicht zurechtgekommen. Dann wurde auch noch Florian krank. Die teure Operation. Ja, ja. Die bösen Umstände, die sie fertig gemacht haben. Hör sie doch auf. Das ist ein klasse Mann. Ein klasse Polizist. Ich bin seit 15 Jahren Staatsanwalt. Ich kenne alle rührseligen Geschichten. Man hat mir 10.000 Mal das Herz gebrochen. Ich habe einen Haufen Heftpflaster auf meiner Seele. Wissen Sie eigentlich... Ich weiß nur eins, dass Sie wie eine Hure sind, die sich an jeden Rand macht, an dem es vielleicht ein paar Mark zu verdienen gibt. Was hat er alles verraten? Konnten Sie schon herausfinden, wie groß der Schaden ist, den er angerichtet hat? Ich meine, ist Ihr Bernstein Agent... Rüdiger! Wollen Sie einen Arzt, schnell? Arzt. Jan, kann ich dich mal kurz allein... Guten Tag, Herr Gehl. Entschuldigung, guten Tag. Tut's noch weh? Es geht schon besser. Die Schwellung hat nachgelassen. Du musst einfach besser aufpassen. Ja, ja. Herr Gehlen, Sie wollen doch nicht schon gehen. Ja, leider. Charlie von Hellberg heißt in Wirklichkeit gar nicht von Hellberg. Sein richtiger Name ist Held. Hauptkommissar Karl Held. Vom UK. Abteilung verdeckte Ermittlung. Hm.
müsstest mal sehen, wie die alle dienen, wenn du den 3 Millionen hinblätterst. Gutes Gefühl? Großartig. Na komm. Wieso? Das war's schon? Für das bisschen hinblättern sind wir extra hierher? Mensch, hast du es immer noch nicht kapiert? Für die 3 Millionen bewilligen die Schweizer Herzog ein Darlehen über 3 Millionen. Und schon ist das Geld sauber. Geben Sie ihm praktisch sein eigenes Geld als Darlehen zurück. Die Zinsen dafür kann er in Deutschland sogar noch von der Steuer absetzen. Verdient er nochmal dran. 11% setzt er ab. Tatsächlich verlangen die hier nur 1% Provision. Aber... Clever, was? Ist doch ein klarer Fall von Geldwäsche. Jetzt haben wir endlich gegen Herzog was in der Hand, Charlie. Charlie! Beweis ihm das mal. Wie denn? Da würde doch nur Aussage gegen Aussage stehen. Ich weiß, dass Sie noch Termine haben, aber... Nein, nichts Besonderes. Michelle hat Geburtstag und Jan würde sich freuen, wenn Sie früher kämen, wenn Sie dabei wären. Das ist nett, Herr von Hellberg. Nehme ich meine Kleinen mit. Ist das noch? Kipferli. Sie haben fest zugesagt, die kurzfristigen Verbindlichkeiten binnen 3 Monaten abzulösen, Herr Herzog. Ihnen liegen Gutachten von Sachverständigen vor. Die haben den Wert der Grundstücke am alten Markt geschätzt. Was nützen all die schönen Zahlen, wenn die Mieter nicht ausziehen und sie nicht in Eigentumswohnungen umwandeln können? Sie ziehen schon aus. Mit dem Abriss der alten Häuser sind sie auch in Verzug. Gibt es denn jetzt einen definitiven Termin, an dem sämtliche Gebäude geräumt sind, Herr Herzog? Herr Herzog? Warhol habe ich schon. Und einen, wie heißt er gleich, mit dem Hut? Beuys. Beuys. Ja, dann sammeln Sie ja bereits moderne Kunst. Jan, Jan! Schau mal. Guck mal, würde das hier nicht ganz wunderbar in mein Wohnzimmer passen? Jan! Was heißt hier, Fisch? Kommt gut. Opposition malt gern ein allzu dunkles Zukunftsbild. Da werden Ängste geschürt. Also ich persönlich... Überzeugend. Das ist wirklich beeindruckend. Und total verrückt nach Michelle. Was Unsinn. Oh, pardon. Ich wollte nicht verletzen, Herr Herzog. So habe ich nicht aufgefasst. Doch schön, wenn Michelle verehrt wird. Jan braucht die Bestätigung anderer für seine eigenen Gefühle. Dann ist er ein und gibt dann den Zapfer nach oben. Happy Birthday. Alles Gute zum Geburtstag. Ein kleines Sträußchen von uns beiden. Wir erheben das Glas auf Michelle, einen großen Star und eine wunderbare Künstlerin. Michelle, Michelle, alles gut. Schon wieder ein Jahr mehr. Und dabei ticken die Uhren der Frauen sowieso schneller. Wie geht's Jan? Gut. Ich nehme mich wenigstens an. In den letzten Tagen war er furchtbar gereizt. Tatsächlich. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er ist verschlossen. Ist. Ach. Vasen stehen da drüben. Ich war doch nur 2 Tage weg.
Möllbach sich um mich bemüht. Aber nix. Kein Wort, keine Reaktion. Als ob überhaupt nichts wäre. Möllbach macht mir den Hof und Jan zieht es vor, es zu übersehen. Vielleicht hofft er, es erledigt sich von allein. Aber genau dadurch wird doch alles nur noch schlimmer. Wir bauen doch immer größere Mauern auf. Komm, du hast Geburtstag. Lief in Zürich alles glatt? Bestimmt. Warum gucken die so finster? Gefallen denen die Bilder nicht? Iraker wollen spaltbares Material aus der Ukraine kaufen. Montag trifft Guderian ein. Edward Guderian, der Armenier? Er soll das Geschäft abwickeln, den Transport organisieren. Möchten die, dass wir uns beteiligen? Machen wir aber nicht. Geld ist nicht alles, Charlie. Was? Aber ohne Geld ist alles nichts. Es gibt Wichtigeres. Vertrauen. Freundschaft. Und Sie haben auch mit Immobilien zu tun? Ich? Nicht die Bohnen. Nicht? Ja, was machen Sie dann? Kosmetik. Schon mit ihm gesprochen? Wann denn? Jan liegt sehr viel daran. Und vergiss nicht zu betonen, dass es deine Idee ist. Ich bin Visagistin. Oh, interessant. Ich kann Ihnen ja mal meine Karte geben. Charlie. Hm? Jan hat mir erzählt, dass Sie früher mit der Stasi zu tun hatten. Ich habe kein Problem damit. Entschuldigung. Dass ich Sie fragen wollte, was machen denn Ihre ehemaligen Kollegen jetzt? Ich meine, bestimmt haben doch welche Kontakt zur Polizei, oder? Entschuldige, für kleine Mädchen? Geradeaus, linke Tür. Einige arbeiten bei der Polizei, ja. Ich habe einen Bekannten, der Spielclubs betreibt. Der würde Ihnen gerne mal einen Vorschlag machen. Soll ich Sie zusammenbringen? Ich weiß es ja nicht, aber vielleicht könnte das für Ihre Kollegen ein lukratives Geschäft werden. Edward Guderian wurde vor einer Stunde am Flughafen verhaftet. Ruf die Irakis an und sage, dass wir den Transport übernehmen. Für ein lebenswertes Essen. Ihre Stimme für Hans Möllbach. Für ein lebenswertes Essen. Ihre Stimme für Hans Möllbach. Du brauchst nicht mitkommen. Ich finde sie absolut fantastisch. Mein Vater auch. Der wird ausrasten. So ein Casino macht bis zu 200.000 Cash die Nacht. Steuerfrei. Da will man nicht gestört sein. Wenn Ihre Freunde also rausfinden könnten, wann die Bullen eine Razzia planen. Kurzen Anruf. Die Mühe würde Ihnen natürlich vergütet. Sprechen Sie mit Ihren Freunden. Überlegen Sie sich. Gell?
übrigens, ich habe gestern Anneliese getroffen. Ach ja? Sie ist wieder mit ihrem Mann zusammen. Was ist das für eine Rechnung? Das ist der Staubsauger, den braucht man wirklich. Erklär das mal dem Amt. Das ist ein netter Kerl. Mathelehrer. Und Biologie. Was? Biologie unterrichtet er auch. Ach, du kennst ihn. Anneliese hat mir von ihm erzählt. Sieht gut aus. Findest du? Mhm. Was willst du damit sagen? Nichts. Sind sie... Ist sie ständig mit ihm zusammen, oder? Keine Ahnung. Scheint ein wirklich netter Kerl zu sein. Wie heißt er noch? Martin. Martin so und so. Martin? Mhm. Meinst du, es ist was Ernstes? Was weiß ich. Na, hat sie nichts gesagt? Was hat sie denn gesagt? Charlie. Ich habe nur kurz mit ihr geredet, ein paar Minuten. Wieso warst du in Darmstadt? Nein, sie war hier. Einkaufen. Sah klasse aus. Ja? Hm. Ich dachte schon, ihr würdet gar nicht mehr kommen. Warum sollen wir nicht kommen? Wir sind doch verabredet. Guck mal auf die Uhr. Mensch. Ich hab jede Menge um die Ohren. Dienstag hat der Herzog einen Termin bei Deusser. Deusser von der Repo-Bank. Donnerstag hat er sie. Dr. Kilian. Der Hinweis auf Guderian war ausgezeichnet, Charlie. Gute Arbeit. Wir vermuten, dass Herzog den Deal jetzt allein durchziehen will. Unsinn. Die Kollegen, die die Irakis beschatten, sind anderer Meinung. Wieso sollte Herzog... Er ist angeschlagen. Er braucht Geld. Die Immobilienkrise in Frankreich und England scheint ihn böse erwischt zu haben. Da hat er vor Jahren groß investiert. Dann fingen die Preise an zu purzeln. Das konnte niemand voraussehen. Außerdem hat er sich offenbar beim alten Markt übernommen. Also wenn er jetzt unvorsichtig wird, können wir ihn vielleicht bei einem wirklich krummen Ding erwischen. Der Transport ist am Montag in der Ukraine gestartet, genau nach Plan. Auch ein Bier? Ab der italienischen Grenze übernimmt Vincente die Ladung. Das Bier schmeckt mir wieder. Jan, ist alles in Ordnung mit dir? Wird schon damit fertig, mach dir keine Sorgen. Wenn du mich fragst, von Hellberg weiß zu viel. Ich frag dich nicht. Jan. Du hast recht. Er ist gefährlich. Nicht mehr lange. Wenn du mir freie Hand lässt. Das ist auch keine Lösung. Die sicherste. Nein. Was ist denn schon dabei? Er weiß, dass es eine Verbindung zwischen Rüdley Properties und uns gibt. Er weiß das. Aber er hat diese Information nicht weitergeleitet. Sonst hätten wir doch längst die Polizei auf dem Hals. Nein, 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 er schwankt. Er weiß nicht mehr, wohin er gehört. Wir müssen nur zusehen, dass er sich für die richtige Seite entscheidet.
Nee, du brauchst nicht mitzukommen. Warte hier. Trinken? Geht auf Kosten des Hauses. Nein, nein. Quittieren brauchen Sie Ihre Freunde nicht, gell? Von der Bank bekommen. Die Bürgschaft wird nicht mehr benötigt. Ne? Ne? Vor ein paar Wochen prümst du mich noch an und jetzt auf einmal? Da stimmt doch was nicht. Soll da nicht stimmen? Sei doch froh. Was hast du heute in dem Spielclub gemacht? Welchen Spielclub? Wo ich unbedingt unten warten sollte. Halt dich aus Dingen raus, von denen du nichts verstehst, Kim. Woher hast du auf einmal so viel Geld? Das ist jetzt ein Verhör? Charlie, du bist ein klasse Mann, du bist ein klasse Polizist. Und ich sehe nicht zu, wie du deine Zukunft in den Gully pisst. Wir leisten was. Gang. Und wir riskieren eine Menge. Warum sollen wir nicht auch einen flotten Sportwagen fahren? Hm? Hey, denk mal an deine Frau. 37 und immer noch kein Pelzmantel. Jetzt überschlag dich nicht, Charlie. Weil lumpige Scheine nehmen so Spielclubs doch aus der Portokasse. Ich will nicht, dass du im Knast landest. Nur das Geld zählt, sonst nichts. Geld ist alles. Wenn du Geld hast, bist du hoch angesehen. Aber wer keins hat, der ist nichts. Nichts. Guck dich um. Je besser einer stiehlt, desto höher steigt er. Irgendwann hatten die alle die Hand im Marmeladentopf, verlass dich drauf. Ich bin nicht der Einzige, der sich arrangiert. Nicht der Einzige. Mensch, Charlie, du warst mein Superbulle. Mein großes Vorbild. Und, was habe ich davon gehabt? Na, wie sehe ich aus? Keine
gesagt haben. Ich komme, ja, was soll ich denn sagen? Ich komme gleich nach. Also, meine Herren, wie kriegen wir die Sache jetzt in den Griff? Wir leben hier auf einem Pulverfass. Sehen Sie das rote Haus da? Da wohnt kein Mensch mehr drin. Und da unten an der Ecke, das Gleiche. Das ganze Haus zieht aus. Alle haben Angst. Jetzt sind wir dran. Wann ist Ihnen gekündigt worden? Vor 2 Monaten. Obwohl wir noch 3 Jahre Mietvertrag haben. Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Wollen Sie einmal hier, bitte? Sollen die anderen gehen, wir bleiben. Erinnern Sie sich, was man uns alles versprochen hat, als die Rütli Properties den alten Markt übernommen hat? Mein Gott, und davon will kein Mensch mehr was wissen. Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Komm, Herr. Komm weg. Komm wir rein, komm. Wie geht's ihr? Sie sitzt da hinten in ihrer Garderobe. Auf die erste Hochrechnung und währenddessen hast du sich vorlaufen lassen. Wart's nur ab, du. Zu, Alter. Wer legt dich rein, Jan? Dein Busenfreund Möllbach. Ich hatte mal so viel Talent. Jedermann lag hier zu Füßen. Weißt du? Weißt du, wie er dich nennt? Ein miesen Emporkömmling. So redet er von dir. Im Bett. Mein Geld, das war gut genug für ihn. Die Stimme, die du für ihn zusammengebracht hast, die war gut genug, um sich wählen zu lassen. Und jetzt bist du nichts weiter als ein aufgeblasener, mieser Emporkömmling. Scheiß Wetter. Holt man sich einen Tod. Moment, ich dachte, wir gehen zusammen ein Trinken. Ja, aber vorher haben wir noch was zu erledigen. Komm mal ruhig mit. Komm mal hier. Scharfes Bei. Hab ich immer dabei. Besser als ein Ballermann. Ja. Weiterfahren. Fahr weiter, sonst entdecken die uns doch.
soll denn das jetzt werden? Spielen wir das Ku Klux Klan? Wisst ihr was? Ich hau mich jetzt einfach aufs Ohr. Du kommst mit. Wer ist da? Wollen Sie Geld? Ich gebe Ihnen, was ich habe. Bitte. 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 Das ist alles, was ich habe. Danke. Was ärgert du, Lisa? Willst nicht ausziehen? Deine Kackbude nicht räumen hier. Brauchst wohl eine Abräumung, ne? Arschbacke. Fiss das Maul nicht auf. Ja! Hilfe! 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 Hey, alter Sack! Wie willst du es denn haben? Ja! Soll ich die gleich alle machen oder dir nur ein paar verpassen? Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Hilfe! Hilfe! Hans, es langt! Hans! Es langt doch. Okay. Dann mach du es. Pass auf. Der braucht nur eine Abreibung und verpasst ihm eine. Nein. Hör zu, Junge. Du verpasst ihm jetzt eine. Morgen machst du Selbstanzeige. Was sind das für Menschen? Was machen die mit uns? Schlaf dich erstmal aus. Ja. Ja? Na komm. Du bist ja völlig fertig. Charlie. Manchmal habe ich das Gefühl, wir verlieren total die Orientierung. Jetzt trink nur ein. Ja? Dann legst du dich ins Bett. Thank you.
Dieser Schachmann, oder wie der heißt, sieht aus. Kann man da endlich auch loslegen? Was hat er denn? Ist nicht gut. Mir geht's bestens. In dem Zustand ist er gefahren? Ich bin gefahren. Soll man dich heimbringen? Jürgen. Los. Sie ist ausgezogen. Ich hatte mich nach einem Schlüssel zu ihrer Wohnung. Ich darf die Kinder nicht sehen. Komm her, mein Junge. Jetzt wasch mir erst mal das Gesicht. Na komm. Wasser tut nicht weh. Komm her. Na komm. Hin! Seine Frau hat uns zufällig zusammen in der Stadt getroffen. Ist der Ofen natürlich aus. Über meinen Job darf ich hier nichts erzählen. Dienstgeheimnis. Ihre Fantasie schlägt Purzelbäume. Kann ich gut nachvollziehen. Ich auch. Charlie. Weißt du, was überall gemunkelt wird? Dass die Operation Bernstein beerdigen wollen. Wer? Die? Irgendwem ganz oben müssen unsere Ermittlungen mächtig stinken. Kilian hat ja recht. Herzog lässt spaltbares Material für die Iraker durch Deutschland nach Italien transportieren. Dafür sind wir nicht zuständig. Scheiße, dann sollen wir gefälligst die Umweltbehörde Solange wir nicht genau sagen können, in welchem Lastwagen das Zeug... Fragt Herzog, der weiß es. Ach. Dafür gibt's keine gesetzliche Handhabe, Charlie. Cäsium fällt nun mal nicht unter die Bestimmungen für Kriegsgeräte. Das klingt ja beinahe so, als wollte unser Charlie seinem Busenfreund Herzog tatsächlich ans Leder. Gefällt uns auch nicht, dass ein LKW gerammt mit vollem strahlendem Material einfach so durchs Land fährt. Wir leben in einem Rechtsstaat. Sie befragen mich. Hübsch, gell? Kann man nicht meckern. Hallo. Joey, alles klar? Alles klar. Um es gleich vorweg zu sagen, es bleibt natürlich bei den vereinbarten Fragen, aber ich werde Sie auch auf die Sache mit den Wahlkampfspenden ansprechen. Keine Ahnung, worauf Sie sind. Oder diese Bürgerinitiative für ein lebenswertes Hessen. Die haben ein paar Unternehmen ins Leben gerufen, die ich nicht mal persönlich kenne. Unter Vorsitz von Bauunternehmer Wolf. Dem ich, wie gesagt, nie persönlich begegnet bin, gell? Im Spiegel von der nächsten Woche erklärt Wolf, er wäre für eine bestimmte Summe bereit gewesen, seinen Namen herzugeben. Mhm. Das Geld stammt in Wahrheit von Herzog. Der soll auch die gesamte Aktion finanziert haben. Herzog. Schlafen.
sprachlos bedroht die organisierte Kriminalität inzwischen alle Bereiche unseres öffentlichen Lebens. Der Bürger hat einen Anspruch auf Sicherheit. Aber waren nicht gerade Sie immer gegen erweiterte Polizeibefugnisse? Mehr Sicherheit für den Einzelnen darf natürlich nicht auf Kosten der Freiheit jedes Einzelnen gehen. Meine ich immer noch, gell? Aber jetzt ist diese Gesellschaft von verbrecherischen Organisationen herausgefordert. Darum werde ich eine Sonderkommission gegen das organisierte Verbrechen einsetzen, die ausgestattet... Wir verhelfen ihn zu seinem Posten. Und er versucht, uns zu erledigen. Gar nicht so übel. Gar nicht so übel. Warte hier. Es ist lieb von dir, dass du gekommen bist. Ist schon was passiert? Er hat mich gezwungen, dich anzurufen. Sie hat sich gesträubt. Sie wollte deinen kostbaren Schlaf nicht stören. Aber dann hat sie es doch getan. Aus alter Verbundenheit. Er hat mir gedroht, Hans. Ich wusste gar nicht, dass du so eine melodramatische Ader hast, Jan. Leider kann ich es nicht länger aufschieben, mich mit dir zu befassen. Du Minister. Verärschert, wegen der Sonderkommission. Nachdem du mit meiner Hilfe gewählt worden bist. Gott, ich muss was unternehmen. Hast du nicht den Spiegel gelesen? Gegen mich werden die Messer gewetzt, Jan. Ich muss um mein politisches Überleben kämpfen. Schaff mir diese Sonderkommission vom Hals. Du ausgekochter Schieber, pfeif deine Bullen zurück. Tut mir leid. Ich kann auf dich keine Rücksicht mehr nehmen. Michael, sag ihm, dass ein Gentleman zu seinem Wort steht. Soll das ein Witz sein? Ich bin kein Gentleman. Genauso wenig wie du. Willst du wirklich, dass wir einige Details aus deinem Leben veröffentlichen? Du vorbildlicher Familienvater. Weißt du, was dein Problem ist, Jan? Janosch Herzog. Du wirst den Geruch der Gosse nicht los. Ich mag den Geruch der Gosse. Der macht mich scharf. Also von nun ab spurst du, klar? Sonst kannst du eure Geschichte in jeder Zeitung lesen. Jan, es gibt keine Geschichte. Nein. Hans, bitte. Bitte sag ihm, dass es keine Geschichte gibt. Die Wähler dieses Landes denk jetzt deine weniger schmutzigen an die Geschichten. Wähler dieses Landes als an dein braves Frauchen, deine Kinder. Oder willst du, dass sie solche Geschichten über dich in der Zeitung lesen? Meine Kinder sind erwachsen. Sie erleben schon ihre eigenen Geschichten. Tu doch nicht so, als wäre ich überhaupt nicht hier. Als wäre ich überhaupt nicht vorhanden. Skandale werden unter den Teppich gekehrt. Hast du das noch nicht mitgekriegt, Jan? Man unterwirft sich einer ausgedehnten öffentlichen Untersuchung und verkündet das Ergebnis, wenn die Öffentlichkeit über dem Warten längst eingeschlafen ist. Na schön. Ich sehe, du willst eine Lektion.
Verlass dich drauf, du kriegst sie. Das war's mit uns beiden, Herr Minister. Hoffentlich. Du mieser Emporkömmling. Erpresser. Und jetzt verpiss dich, Mr. Neureich. Ich bin der Innenminister. Klar? Ich bring dich in der Gitter. Ich deck deine ganzen Machenschaften auf. Alles, was du gefingert und gekungelt hast all die Jahre. Alles wird aufgedeckt. Rücksichtslos. Ich lass dich in der Glast schaffen. Du aufgeblasen als Weststück. In der Glast. Verstehst du? In der Glast. The doors of a bayou bar. There's a place God's angel don't go. Satan's wolves there, all loom large. Over creatures only madmen know. It's a Louisiana guard dog nightmare. Cajuns don't say his name, but they say he looks just like a rabbit dog, and it walks upright like a man. Du bon temps dans un prix de feu.